Die Apostel. Sie waren Jesus treueste Gefolgsleute. Eine bunt gemischte Gruppe religiöser Aktivisten. Es sind aufrechte Männer, schlichte Gemüter. Sie waren ungestüm, verrückt, abgefahren. Doch im entscheidenden Augenblick ließen sie ihren Anführer im Stich. Jesus weiß genau, dass sie ihn alle verlassen werden. Aber sie verbreiteten das Christentum auf der ganzen Welt. In einer Nacht, die ihre aller Leben für immer verändern sollte, trafen sich 12 Männer, um das Passahfest zu feiern. Gemeinsam mit ihrem Anführer, einem geheimnisvollen Rabbi namens Jesus Christus. Die Männer waren seine treuesten Gefolgsleute, die Apostel. Apostel bedeutet so viel wie Gesandter. Jesus verwandte den Begriff, weil er einige seiner Jünger aussandte, um an seiner Stadt zu predigen. Seit 3 Jahren zogen diese 12 mutigen Männer mit Jesus umher. Sie lebten mit ihm, predigten mit ihm und liebten ihn wie einen Bruder. Jetzt aber, so wussten sie, war sein Leben ernsthaft in Gefahr. Jesus hatte viele Anhänger unter den Israeliten gewonnen. Sie hielten ihn für den Messias, den Sohn Gottes. Doch die hohen Priester von Jerusalem fühlten sich durch seine wachsende Beliebtheit bedroht. Sie sagten, der Kerl ist nicht der Messias, wir müssen der Sache Einhalt gebieten. Im Moment hetzt er nicht allzu viele auf, aber wenn wir ihn weitermachen lassen, dann könnte daraus eine Bewegung entstehen, die für Ärger sorgt. Also bereiten wir dem Ganzen besser ein Ende. Die Apostel wollten Jesus vor den Behörden verstecken, aber Jesus traf sich mit ihnen, um sich zu verabschieden. Er wird in die Stadt gehen, er wird sterben, man wird ihn kreuzigen. Die Apostel wussten, dass Jesus' Tod Teil einer uralten Prophezeiung war. Wenn der Sohn Gottes starb, würden die Sünden der Menschen vergeben werden. Was sie nicht wussten, war, dass die Prophezeiung sich am Passahfest erfüllen sollte. Jesus hatte kurz vor Beginn der Passahfeierlichkeiten begonnen, sie über die letzten Tage und die Erfüllung der Prophezeiung zu unterrichten. Aber hatten seine Jünger das verstanden? Vielleicht zum Teil. Sie waren in diesem Punkt etwas langsam. Vielleicht spürten die Apostel die Spannung, als sie sich zu der Feier niederließen. Sie hörten zu, sie waren besorgt und verwirrt, als Jesus von den schwierigen Reisen sprach, die sie als seine auserwählten Botschafter unternehmen würden. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Aber was sie danach hören mussten, ließ sie vor Schreck erstarren. Er sagte, einer von euch wird mich verraten, ich weiß, was geschehen wird. Und sie stritten es ab. Sie sagten, oh nein, Herr, ich werde es nicht sein. Petrus, der Sprecher der Apostel, schwor, eher sein Leben hinzugeben, als zuzulassen, dass dem geliebten Herrn irgendein Leid geschehe. Christus sah ihn an, voller Liebe. Er kannte sein Herz, aber er wusste, er war nur ein Mensch und sagte, Petrus, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Petrus würde ihn verleugnen, ein anderer der Apostel aber würde ihn verraten. Beim letzten Abendmahl war Jesus sicher, verraten zu werden. Ich glaube, er konnte seine Anhänger gut genug einschätzen, um zu wissen, dass einige von ihnen andere Vorstellungen hatten, andere Ansichten darüber, wie es weitergehen sollte. Am Ende des Abendmahls bat der Apostel Judas plötzlich, die Tafel verlassen zu dürfen. Er stahl sich zu den jüdischen Behörden und verriet Jesus' Aufenthaltsort für 30 Silberlinge. Später am Abend ging Jesus mit 3 seiner Apostel in den Garten Gethsemane, um zu beten. Johannes, Jakobus und Petrus spürten seine große Angst. Aber sie schliefen ein, erschöpft von den Ereignissen des Tages. Kurz darauf wurden sie unsanft geweckt, als Judas in den Garten stürmte, in Begleitung bewaffneter Wachen. Er geht hinaus in den Garten mit den Worten, derjenige, den ich küsse, das ist er. Es ist schon schmerzlich, jemanden mit einem Kuss zu betrügen. Ein Kuss als Zeichen des Verrats. Das ist nicht mehr bloß ironisch. Das ist an diesem Punkt schon tragisch. Judas war überzeugt, wenn Jesus wirklich der Messias war, dann würde Gott eingreifen. Er nahm an, Christus würde sich nicht kreuzigen lassen. Er würde sich um Gottes Beistand kümmern. Die Wachen, die er dabei hat, umringen Jesus und ergreifen ihn. Und er sagt, lasst die anderen gehen. Ich bin derjenige, den ihr sucht.
Als Jesus zum Verhör durch die Behörden fortgeschleppt wurde, folgten Petrus und Johannes mit einigem Abstand. Sie schlüpften in den Gerichtssaal und mussten erleben, wie ihr Herr herumgestoßen, verhöhnt und bespuckt wurde. Als einige aus der versammelten Menge Petrus als einen der Jünger Jesu erkannten, ergriff ihn Panik. Die Leute erkennen ihn. Sie sagen, du warst mit ihm zusammen, nicht wahr? Und er antwortet, nein, ich kenne ihn nicht. Wir haben dich bei ihm gesehen. Du bist ein Galiläer. Dreimal wurde Petrus gefragt, ob er Jesus kenne. Dreimal antwortete er mit nein. Und als er Jesus zum dritten Mal verleugnet, da kräht der Hahn, ganz wie Jesus vorhergesagt hatte. Als ihm klar wurde, was er getan hatte, rannte Petrus in Tränen aufgelöst aus dem Gerichtssaal. Die restlichen Apostel waren verschwunden. Als sie sahen, dass alles auseinanderbrach und dass man ihn kreuzigen würde, da wurde ihnen klar, wenn man erkannte, dass sie zu ihm gehörten, würden sie mit ihm gekreuzigt werden. Also versteckten sie sich. Am nächsten Tag stand nur einer der 12 Apostel, Johannes, am Kreuz, um Zeuge der letzten qualvollen Stunden in Jesus' Leben zu werden. Johannes liebte Jesus so sehr, dass er ihn nicht im Stich lassen konnte. Allerdings tat er nichts, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Er war wohl dort, aber hatte er seinen Glauben verloren, sagte er, du hast versagt? Schließlich wurde Jesus für Gott gehalten, er galt als der Messias und konnte sich nicht einmal selbst retten. 3 Jahre lang waren Johannes und die anderen Apostel Jesus treueste Anhänger. Jetzt waren ihre Hoffnungen auf einen neuen Messias zerstört. Sie ahnten nicht, dass Jesus' Tod der Anfang eines spirituellen Erwachens war, das ihr Leben verwandeln würde und die Welt. Jesus Christus starb am Kreuz, von seinen Aposteln verraten und verlassen. Als die Apostel sich aus Angst um ihr Leben versteckten, erinnerten sie sich vielleicht an ihre erste Begegnung mit Christus. Es geschah 3 Jahre vor der Kreuzigung, ungefähr im Jahre 28. Die Apostel waren damals schlichte, fromme Juden, die den Messias erwarteten. Das jüdische Volk hielt Ausschau nach dem Messias, dem Gesalbten des Herrn, demjenigen, der sie erretten würde, demjenigen, der Gottes Herrschaft des Friedens über die jüdische Nation und schließlich die ganze Welt bringen würde. Es waren harte Zeiten für Israel. Die einfachen Bürger wurden hochbesteuert und massiv unterdrückt. In Israel herrschten die Römer und die jüdische Führung arbeitete eng mit ihnen zusammen. Für die Menschen damals, die ein ziemlich karges Leben führten mit einer immer ungewisseren Zukunft, war Gott der einzige Rettungsanker. Damals ging es den Menschen sehr schlecht und das war einer der Gründe, warum so viele so bereitwillig daran glaubten, dass ein Messias kommen und alles wieder richten würde. Viele hielten Johannes den Täufer für den Messias. Johannes war ein heiliger Mann, der am Ufer des Jordan lebte. Er verkündete die baldige Ankunft von Gottes Sohn. Einige hielten Johannes für den Messias, aber Johannes war klar, dass er es nicht war. Er sagte, es werde einer kommen, der größer sei als er. Und dieser eine war Jesus Christus. Johannes der Täufer erkannte ihn sofort. Er bemerkte ihn sofort, als er ihn am Jordan sah und sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Unter den Tausenden, die an den Jordan geströmt waren, um sich von Johannes taufen zu lassen, war Andreas, ein junger Fischer. Er sollte der erste Jünger Jesu werden. Nachdem Johannes der Täufer gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, der Messias, verlässt Andreas ihn und geht zu Christus und der fragt ihn, wonach er suche. Er antwortet, ich weiß es nicht und Jesus sagt, komm und folge mir. Andreas gehorchte und lief zu seinem älteren Bruder Petrus, um ihm die aufregende Neuigkeit zu erzählen. Petrus, ein Fischer, war gerade bei der Arbeit zusammen mit den Brüdern Johannes und Jakobus. Sie kennen vielleicht den Hafen von New York oder vielleicht leben Sie ja auch in einem Fischerdorf und kennen solche Männer. Es sind aufrechte, hart arbeitende Männer, schlichte Gemüter. Sie haben Ecken und Kanten, es sind große, kräftige Kerle. Und sie kennen sich mit dem Meer aus und mit Menschen ebenfalls. Bei der Arbeit bot sich den 4 Fischern ein ungewohnter Anblick. Ein Mann kam auf sie zu, gefolgt von einer großen Menschenmenge. Jesus. Die Fischer müssen völlig verblüfft gewesen sein, als Jesus in ihr Boot stieg und zu predigen begann. Aber sie waren neugierig. War er wirklich der Messias?